Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Cardio macht dünn. Ja, wir sind heute zu dritt am Start. Wir haben ja Janis ersetzt und zwar durch niemand Geringeres als Benjamin Schuster. Er wird hier heute ja eine Podcast-Episode mit uns aufnehmen. Wir werden ihn ein bisschen ausfragen, wir werden ein bisschen zusammenreden. Für alle, die Benjamin nicht kennen, Benjamin ist 21 Jahre alt und ich würde sagen, das neue Natural Bodybuilding-Wunder, der so Der ein bisschen Mann hier. der Stunde, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wir sind ja, am Punkt der Zeit, würde ich sagen, hat gerade die WNBF Germany abgeräumt, und dann jetzt 2 Wochen später noch die Evo Classics den Gesamtsieg geholt und zwar als 21-Jähriger, was absolut geisteskrank ist. Und ich denke, auch für die nächsten Shows wird er da ein großer Anwärter sein auf Siege. Und wir haben uns gedacht, wir werden heute mal ja einfach hier eine entspannte Runde mit ihm haben, weil wir haben ihn jetzt auch oft getroffen auf den Wettkämpfen. Und wir können schon mal sagen, neben dem, dass er ein super Bodybuilder ist, ist er auch ein sehr entspannter und cooler Typ. Dementsprechend, ja, wie geht es dir, Benjamin? Wie fühlst du dich hier nach wieder ein paar Entladetagen? Ja, also ich fühle mich echt ziemlich gut. Man muss sagen, ich schwebe auf Wolke 7 so, ne, nach diesen Wettkämpfen und den Ergebnissen. Und da machen die Entladetage gefühlt nichts aus. So. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du damit gerechnet? Ich meine, ja, man immerhin vor der Saison, ich meine, ich gehe jetzt auch in meine nächste Saison rein, man hat schon irgendwo durch so ein bisschen eine Erwartungshaltung, man denkt sich halt vielleicht so ein bisschen, da könnte ich, den könnte ich schlagen, den nicht. Hattest du da so irgendwas oder kam das jetzt gerade so ein bisschen unerwartet? Hast dich selbst so gut gesehen jetzt vor der Saison? Also ich muss sagen, es kam wirklich völlig unerwartet. Ich bin mit Daniel zusammen im Februar in die Prep gestartet. Und klar, man schaut auch mal ein bisschen links und rechts, wer noch teilnehmen wird. Und ich bin so rangegangen, mich nur auf die Junioren einzustellen und vorzubereiten. Also da war mein Anspruch natürlich, irgendwie ins Finale zu kommen und dort eine gute Platzierung zu erlangen. Falsches WLAN vielleicht. Ja, wir haben Benjamin jetzt gerade verloren. Wir werden schauen, ob wir das hier wieder hinkriegen. Mach doch kurz Pause bei der Aufnahme, Bro. Und mit der Erwartungshaltung bin ich schon rangegangen. Also dort irgendwie ins Finale zu kommen, weil ich meine, Daniel nimmt bei sich auch nur wirklich gute Athleten auf und will ja auch das Beste aus den Athleten rausholen. Und deswegen habe ich mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt. Aber dass es sich dann so krass entwickelt und ich auch einfach bei den Männern so gut performe, also das liegt völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft so. Ich denke, das kann man ja auch fast nicht erwarten. Also das will man sich ja auch fast nicht eingestehen, nehme ich an. Wenn man so preppt, du bist 21 Jahre jung, bist noch Junior und dann wird man sich, glaube ich, kaum selber eingestehen, so ich bin fucking Macher, so. Ich werde sogar die Männer zerreißen. Also ja, wer jetzt so mit 21 reingeht und sagt, mein Ziel ist, den Overall bei der Evo Classics zu holen, das wären schon sehr, sehr hohe Ziele. Wie hat sich das dann für dich jetzt angefühlt, als du die Junioren geholt hast, bei der WNBF Germany vielleicht und dann im Overall gestanden bist und plötzlich ja dort dein Name gerufen wurde? Also wenn wir jetzt zur WNBF zurückspringen, da war es erstmal schon so, ich habe mich in die Juniorenklasse gestellt. Es war halt ein angedachter Warm-up-Wettkampf, um erstmal auch wieder Bühnenerfahrung zu sammeln, das Peaking und alles zu testen. Und da bin ich halt reingegangen und war schon auf der Bühne, unglaubliches Gefühl. Viele haben mir aber auch schon gesagt, ey, du wirst das reißen, so. Was da schon für mich grenzwertig war, weil ich bin so ein Typ, ich will eher immer kleine Brötchen backen und gucken, dass ich das auch gut schaffe. Und deswegen bin ich da jetzt nicht mit der allerhöchsten Erwartungshaltung rangegangen. Aber als ich da dann schon den ersten gemacht hatte in meiner Juniorenklasse, war ja unterteilt in Leichtgewicht und Schwergewicht sozusagen. Und also ich war in den Junioren 2.
Und das war ganz witzig. Im Junioren Overall stand ich dann mit dem aus den Junioren 1 zusammen. Und die Judges sind die Posen nur noch so runtergerattert, ganz schnell. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wow, anscheinend ist das für die ziemlich eindeutig. Und als dann mein Name ausgerufen wurde, war so, wow, okay, geflasht. Der andere Junior hatte auch irgendwie, glaube ich, gar keinen Bock mehr. Ich fand es echt ein bisschen traurig für ihn und dass das so schnell durchgegangen wurde. Aber ja, wenn die Judges sich da halt so einig sind, muss man das ja auch nicht unnötig lang verzögern. So, und ja, dann ging es direkt schon in die Männer. Und das war ja dann das nächste brutale Teilnehmerfeld. Ja, da hast du auf jeden Fall das nächste Brötchen gebacken. Das war auf jeden Fall verdammt stabil. Ja, wir waren auch vor Ort und ich glaube, wir beide waren ziemlich geflasht von der Form. Ich glaube, auch Daniel hat mir so ein bisschen durchsickern lassen. So, auch er war sehr beeindruckt, nur schon bei der Evo Classic Sichtung. Da wurde ich ja schon das erste Mal wirklich geflasht, so, weil dein Conditioning war ja schon dort wirklich sehr, sehr gut. Also das war wirklich crazy. Bevor wir vielleicht zur Evo kommen, wenn wir da noch mal ein bisschen zurückspringen auf die ganze Prep. Du hast ja 2015 schon gepreppt, da möchte ich auch dann nochmals 2017, nicht 2015, mit 2017. 15 Jahren, genau. Mhm. Wie war jetzt die zweite Prep? Also verlief das, ich habe auch gehört von da, dass dich sehr gut noch gefühlt, auch auf dem tiefen Körperfettanteil. Wie war die Prep so für dich? Also ist da alles so nach Plan gelaufen? Hast dich gut gefühlt oder wie war das so? Ja, also wenn man jetzt kurz nochmal zurückschaut nach 2017, da ging meine Wettkampfvorbereitung, ich glaube, 9 Wochen und das Ganze bei weitem noch nicht so professionell angegangen wie jetzt mit Daniel zusammen. Aber als ich letztes Jahr schon die Evo Classic gesehen hatte und mich dann darauf eingestellt habe, okay, du willst auch nochmal starten und auf die Bühne, da habe ich mich dann schon so gefreut, das mit Daniel angehen zu können und dann wirklich da auch ordentlich Gas zu geben und das professionell durchzuziehen. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als wir Februar schon in die Prep gestartet sind, also wirklich ziemlich früh. Da habe ich erst eher so mit einem späteren Zeitpunkt gerechnet, vielleicht 4-5 Monate sozusagen vor den ersten Wettkämpfen. Und aber als Daniel mir dann sein ganzes Konzept erklärt hat und dass wir mit einigen Diet Breaks auch arbeiten werden und so weiter, habe ich ihm da vollkommen vertraut. Und ich würde auch sagen, das hat enorm geholfen, mit Diet Breaks eben zu arbeiten, auch so früh halt reinzugehen, weil es ist immer besser, nach hinten raus ein bisschen Spielraum zu haben, als dann zum Ende hin nochmal richtig hart pushen zu müssen. Also wird man in den meisten Fällen seine Endform halt nicht erreichen. Ja, ich glaube, das ist wirklich, also das hast du gerade super gesagt, das ist auch etwas, was man immer und immer und immer wieder sieht, das hat die Leute sich wirklich hinten raus dann stressen müssen, sputen müssen und dann halt nicht mehr in die eigentliche Endform kommen können, in die sie eigentlich hätten kommen können. Ich denke, oder ich glaube auch, dass das Daniel gerne macht, Ramon, richtig, dass er die Prep sehr, sehr früh beginnt. Das macht er, das macht er öfter. Das hat er, glaube ich, bei seiner letzten Prep, die ging ja gefühlt ein Jahr lang, auch so gemacht. Also ich glaube, bei ihm war noch ein bisschen ein extra Beispiel. Das würde er, glaube ich, auch selbst nicht mehr so machen. Aber er ist halt wirklich extrem, dass er seine Leute schon so früh ready hat, dass einige Athleten von ihm ja sogar schon in der Frühlingssaison gestartet sind, weil sie schon so conditioned waren. Ich meine, ich habe Benjamin an der Evo Classics gesehen und sein Conditioning bei der Evo Classics war schon in den Köpfen von den meisten wahrscheinlich absolut Stage Lean. Also bei der Sichtung. Bei der Sichtung. Und ja, da waren es ja noch 10 Wochen bis zur Evo und da sieht man mal das Ausmaß, wie hart dann auch gepusht wurde. Und ich denke, das Endresultat ist wirklich eines der besten Natural Bodybuilding Conditionings, die, glaube ich, wir jemals gesehen haben. Also das war wirklich schon sehr heftig. Was waren so die mit welchen Kalorien bist du vielleicht so in die Prep gestartet? Und was waren so die tiefsten Kalorien, die du fahren musstest? Das würde mich noch interessieren.
Also ich wette, das wird jetzt ein kleiner Triggerpoint für all die anderen Wettkampfathleten. Weil, also im Aufbau hatte ich so meine 4200 Peak Off-Season. Und in die Prep gestartet sind wir, meine ich, mit etwa 3000 Kalorien. So, da hatten wir erstmal so eine Rate of Loss von 1 Kilo pro Woche angepeilt. Hat auch alles sehr gut funktioniert. Und als dann so in der Mitte der Prep die ersten Gewichtsschwankungen kamen, wo das Gewicht dann auch mal stagniert ist, sind wir dann noch mal ein bisschen weiter nach unten gegangen, so auf 2800. Und ich glaube, das Tiefste, was ich hatte, waren 2400 Kalorien, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, sehr stabil. Das spricht aber halt auch wieder mal dafür, dass halt die Prep auch sehr gut geplant war und auch sehr gut funktioniert hat. Und ich denke, wichtig, man hört das so und denkt so, ja, dann ist es ja ganz easy so, wenn ich noch 2,4 essen könnte. Aber am Ende, ob es jetzt 2,4 sind oder 2,8 oder 3000 oder 1,8, das Defizit ist das gleiche und es fühlt sich wahrscheinlich gleich an. Hast du das Gefühl, du musst es jetzt stark leiten, um in diese Shape zu kommen? Auch wahrscheinlich wieder so ein Triggerpunkt. Also ich denke, ich musste schon rein, definitiv. Also ich denke, da führt für keinen ein Weg dran vorbei, auch so eine Tieftage zu haben, wo einem die Kalorien einfach mal richtig in den Arsch treten und auch fertig machen, mental und auch körperlich. Aber overall würde ich sagen, ich kenne ja auch einige andere Athleten, gerade aus unserem Team, und die hatten schon ganz andere Tiefs von der Mentalität und dass sie wirklich am Boden waren und sich mit keinem anderen Menschen mehr unterhalten konnten, weil einfach dieser Körperfettanteil sie so fertig gemacht hat. Und da muss ich sagen, bin ich vermutlich halt auch ein bisschen gesegnet in der Richtung. Ich würde sagen, ich kann besser diäten als aufbauen. Weil ich mit niedrigeren Kalorien einfach besser fahre, so. Also ich bin nicht ein unglaublich guter Esser. Das spielt mir natürlich in die Karten in der Diät. Also klar, ich habe jetzt auch enorm Hunger und ich finde, das Blatt wird sich im Aufbau noch mal schnell wenden. aber overall würde ich halt sagen, dass ich sehr gut klargekommen bin mit den Kalorien und auch was so die Diätsymptome angeht. Ja, ist auch so das, was wir so den Eindruck hatten. So, wir haben dich jetzt zweimal gesehen auf beiden Shows und du hast nicht, so wie sagen, immer verprept gewirkt. So die Leute, die halt so sehr lethargisch sind und sehr langsam sprechen, so, ja, du wirkst wirklich nicht so stark. So auch jetzt, ich meine, du bist am Entladen momentan. Also ich habe auch gesehen, Gewicht ist nochmals gut Gut gesunken gedroppt, ja. jetzt. Und du bist ja wirklich Definitiv. momentan, auf wie viel Carbs bist du momentan pro Tag? Also jetzt auf 50. Wir haben jetzt 3 Tage Deplete angedacht und werden dann wahrscheinlich mit einem Backload einen Tag nur reingehen und dort probieren, die Hütte voll zu hauen, so. Ja, ich denke, das wird mich sicherlich dann interessieren, was ihr da so angedacht habt. Vielleicht so, wenn wir jetzt Richtung Ivo gehen, oder Bill, hast du gerade noch eine Frage zur Prep? Ich würde sagen, ja, das ist sehr nice, das zu sehen, dass auch mal was so gut aufgeht. Und dass du da auch ehrlich bist, also dass du da jetzt nicht draus machst, so, ja, ich musste jetzt da, keine Ahnung, durch die Hölle gehen, sondern natürlich eine Wettkampfprep ist kein Kindergeburtstag, jeder geht da irgendwo durch seine dunklen Tage. Aber sehr nice, dass das alles so gut aufgegangen ist. Ja, jetzt vielleicht bei der Ivo, was war so dein Tiefsgewicht jetzt vor der Ivo, als du da in die Peak Week reingestartet bist? Also als ich in die Peak Week gestartet bin, beziehungsweise als es dann in den letzten Depletion Day ging, war, glaube ich, 80,9 mein absolutes Tiefstgewicht. Und damit habe ich dann auch nochmal das Lowest Weigh In vor der WNBF sozusagen getoppt. Vielleicht das Referenzpunkt, wie groß bist du? Also ich Wahrscheinlich. bin ziemlich genau 1,80, so ziemlich hart an der Grenze. Ich glaube 1,79,5, als ich mich das letzte Mal so relativ exakt gemessen habe.
Ja. Okay. Also eigentlich ziemlich genau gleich groß wie ich. Ich bin auch wirklich so aufs Loch 1,80. Yes. Ja, dann habe ich gehört, ihr habt auch ziemlich Carbs reingeladen. Ich glaube, ich so um die 4 Kilo Carbs ging da ins System. Bist du jemand, der gerne lädt? Weil diese Diskussion hatten wir hier schon auf dem Podcast. Ich habe es letztens im Podcast gehört. Ja, ich habe es Janis mit sagt, Janis ich bin. gehört. Janis, also wirklich Hate an dich an dieser Stelle. Wie kann man Ladetage nicht mögen? So. Also, das ging dann schon gut rein, oder? Diese Carbs. Ja, es war ein absoluter Genuss. Also, ihr kennt das ja so. Ich meine, man isst seine Rice Meals, aber fühlen sich an wie der Himmel auf Erden. Einfach, weil man einfach mal so viel essen darf und auch so ein hohes Volumen. Ja, das freut einen natürlich. Also, ich sag mal so, man ist trotzdem nicht immer gesättigt, weil ich meine, das sind ja auch alles leicht verdauliche Lebensmittel, auf die man da zurückgreift. Und die geben ja auch nicht die absolute Befriedigung. Aber trotzdem, overall, ist es natürlich geil, so viel essen zu können, einfach. Ja, also ich frage mich. Auf welches Lademeal freust du dich am meisten am nächsten Wochenende? Gibt es da eins? Lademir. Also, mir kommt spontan eigentlich immer nur Rice Pudding in den Kopf. Aber ich muss sagen, ja, ich freue mich auf alles so. Also auch die Maiswaffeln mit ein bisschen Marmelade, ein bisschen Reissirup, Dattelsirup Sehr als geil. Snack ist immer geil. Aha. So, ja, also ich habe Sehr jetzt auch geil. kein absolutes Secret da. Ich denke, ich greife da auf die absoluten Basics zurück. Ja, das ist auch ein wichtiges Learning so. Also denke ich, was man auch immer wieder sieht, du sagst richtig, die Basics sind die funktionieren. Also es gibt auch da kein Secret so. Es war jetzt mehr so eine Frage, was subjektiv für dich das geilste Lademeal ist, einfach was du am meisten enjoyst. Yes. Ja, Ja. also da, Janis, ich glaube, du bist wirklich alleine mit deiner Meinung. Ich habe noch nie von jemandem gehört, oh Scheiße, jetzt muss ich laden, so. Nur weil du vielleicht keinen Burger essen kannst. Also das verstehe ich absolut nicht. Aber das ist schon krass. Ich habe noch nicht oft gehört, dass jemand 4 Kilo Carbs reingeladen hast. Also hast du das Gefühl, dass das war dann wirklich so das obere Limit oder? Hast du das Gefühl, da wäre vielleicht doch auch noch mal ein Ticken mehr gegangen? Also es ist bei mir schon krass, irgendwie, ich verbrenne das wie nix, ich esse das auch runter wie nix. Vor der WNBF haben wir ja schon mit, ich glaube, 3000 geladen und das war schon enorm viel. Wir hatten ja tatsächlich vor der IWO-Sichtung schon mal so ein kleines Probeladen gemacht. Also da war es jetzt noch nicht so viel, da waren es vielleicht 1000 oder so, wenn überhaupt, an Carbs. Aber nach der WNBF haben wir gesehen, oder gerade Daniel hat mir gesagt, ey, du warst immer noch flach, wir müssen da noch mal mehr reinhauen, jetzt gerade, wo noch mal massivere Gegner auf dich zukommen. Und dann hat er gesagt, komm, wir fangen auch mal einen Tag früher an zu laden, weil das habe ich ihm so mitgeteilt. Mein subjektives Empfinden war, dass bei mir die Carbs auch einfach später ankommen, also so ein bisschen verzögert. Deswegen haben wir einen Tag früher angefangen zu laden, haben dann 4 Loading Days gemacht und genau, sind sozusagen mit 800 reingestartet, nächster Tag 900, dann 1000 und dann haben wir am Freitag vor der IWO nochmal einen Taper-Tag mit 700 Gramm Carbs gemacht. Ja. Okay. Das ist schon ein Aber ob jetzt Brett, mehr reingegangen wäre, also. weiß ich nicht unbedingt. Also ich war schon wirklich sehr, sehr voll. Wir waren schon absolut zufrieden mit der Fülle und der Form. Und dass es trotzdem jetzt nicht dazu gekommen ist, dass ich einfach eine versaute Form gekriegt habe. Also da waren wir schon echt zufrieden. Und man muss ja auch nicht immer ein neues Risiko eingehen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir nochmal darüber gehen werden. Jetzt geht es ja zum Ende der Season auch auf die Pro-Shows zu und das wird ja auch nochmal krank mit den Leuten, mit denen man dort auf der Bühne steht. Aber ja, da lasse ich das einfach auf mich zukommen und vertraue da Daniels Expertise. Ja, absolut. Also ich denke, da hast du auch die absolut richtige Person in deinem Corner. Ja, also wir können es vielleicht so beschreiben, wie das ausgesehen hat bei der Ivo. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, Benjamin ist komplett abgezogen. Also da ist nichts mehr dran an Körperfett und es war wirklich so,
als wir dich so im Backstage gesehen haben, aufpumpen für die Junioren. Natürlich im Backstage schaut man sich immer so ein bisschen rum und es war wirklich geisteskrank. Also alle Adern haben so rausgepoppt. Es war wirklich nicht mehr normal. Auch alle Muskelbäuche waren einfach so fucking prall. Also das war wirklich geisteskrank. Ja, aber wie war jetzt dann, vielleicht, wenn wir jetzt zur Ivo gehen, so der Kontrast zur WNBF wird schon noch krass gewesen sein, oder so vom Feeling her, vom Adrenalin auf der Bühne. Was ist dir so speziell in Erinnerung geblieben von der Ivo Classics jetzt, was so das Bühnenerlebnis angeht? Ja, also wie du schon sagst, es war natürlich nochmal ein krasser Kontrast. Also die WNBF Germany, die hatten jetzt ja auch nicht so viele Athleten auf dem Zettel. Die fand ja auch das erste Mal statt und wurde von den meisten, weil sie halt so früh stattgefunden ist, einfach als Warm-up-Wettkampf genutzt. Und so sind wir da ja auch eher rangegangen. Ist interessant gewesen. Daniel über den Tag hat mir dann schon so gesagt, okay, wir pieken jetzt nochmal hart auf den Overall. So, ist ja klar, wenn da schon die Performance gestimmt hat, dann will man da natürlich auch wieder das Maximum rausholen. So, aber unvergleichbar mit der Evo Classic. Also man muss dazu sagen, ich stand ja 2017 bei der GNBF schon mal in der Siegerlandhalle auf der Bühne. Also kannte ich die Halle schon, was ganz cool war. Also das hat mir auch so Flashbacks gegeben. Aber dieses Jahr von der Organisation war es ja nochmal ein anderes Level. Also ich meine, die Halle, die sie sich dazu organisiert haben für den Backstage-Bereich, dass alle Athleten Platz hatten, dann dort ein mega Pump-Up-Bereich mit Kurzhanteln, Langhanteln und sogar Kabelzügen. Also es war ja wirklich spektakulär. Also für jeden Athleten einfach nur ein Traum und man musste sich um nichts streiten. Das war so athletenfreundlich und dann natürlich auch in der Halle. Also wow, wie das aussah, wenn man auf der Bühne stand. Es war ja schon sehr helles Licht und man konnte dann gar nicht so stark ins Publikum schauen, weil das ja relativ dunkel eigentlich war. Ich kann mich da nur noch an eine Szene aus dem Overall erinnern, wo dann alle nochmal diese Standing Ovation gemacht haben und dann die Lichter angeschaltet haben und du hast so in dieses Publikum geschaut, strahlende Lichter, alle am Mitfiebern. Wow, also das war komplett krank. Also wirklich auf dieser Bühne zu stehen allein schon ist so eine Riesenehre. Wirklich an jeden Athleten, der dort stand, der sich qualifiziert hatte schon mal. Also egal, welche Platzierung man gemacht hat, es muss einfach ein tolles Erlebnis gewesen sein. So. Ja, also ich würde sagen, du hast auch da wirklich so ein bisschen den Bodybuilding-Traum gelebt. Also so viel besseren Wettkampftag kannst du da wahrscheinlich nicht haben. Waren auch Freunde, Familie so ein bisschen in der Crowd? Also von wo kommst du? War das weit für dich weg vom Wettkampf? Also ich bin gebürtiger Berliner, aber ich wohne jetzt seit 3 Jahren wegen meinem Studium auch in Hamburg. Und von Hamburg geht es jetzt eigentlich von der Fahrt. Also ich glaube, wir sind knapp 5 Stunden hingefahren oder so. Und ich hatte jetzt aber auch nur meine Freundin und so meinen mitbesten Freund dabei. Für meine Family aus Berlin ist es dann doch nochmal ein weiterer Weg und die hatten jetzt auch nicht so die Chance dazu. Aber ich habe das Ganze halt auch so organisiert, weil ich ja schon wusste, dass ich an einigen Wettkämpfen teilnehmen werde, dass ich alle so ein bisschen gesplittet habe auf die Wettkämpfe. Jetzt habe ich an jedem Wettkampf so andere Leute vor Ort. Sehr geil. Meine Mutter und mein Stiefvater und mein kleiner Bruder werden dann bei der ANBF am Start sein und da freue ich mich auch schon so sehr drauf, weil die das Ganze dann einfach nochmal live sehen können und meine Mutter, mit der war ich 2017 allein vor Ort und alle hatten so eine riesen Community schon dabei von, keine Ahnung, 10, 20 Leuten, die sie da bejubelt haben. Was natürlich absolut cool ist. Und meine Mutter hat dort allein geschrien und hat geweint am Ende, als ich den Sieg geholt habe. Und ja, ich könnte es mir trotzdem nicht schöner ausmalen. Also wirklich, wenn man so eine enge Familie hat, also der man auch so nahe steht, dann ist es fast schon egal, wie viele Personen das sind.
dann ist man einfach glücklich darüber, die an seiner Seite haben zu können. Absolut, absolut. Ja, wir haben dich ja auch immer mit deiner Freundin gesehen. Ich glaube, sie ist da auch, ja, jemand, der dich da sehr, sehr stark supportet. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr schön zu sehen. Das Definitiv. haben Also wir Maggie, wenn sogar. du das hörst, meine beste Supporterin, wir haben uns ja tatsächlich in der Prep kennengelernt. Ah Also ja. ich meine, dass sie bis jetzt noch mit mir zusammen ist, will ja schon was heißen so. Und ich denke, sie musste da auch unglaublich viel durchleiden einfach. Ja, kennt ihr aus eurem Umfeld ja auch, wenn man so in der Prep ist, die Mitmenschen werden da einfach durch die Stimmung in Mitleidenschaft gezogen. Aber ja, sie hat mich da immer supportet und war jetzt auch an den Wettkämpfen dabei und wird auch weiterhin bei den Wettkämpfen vor Ort sein. Das ist wirklich Ja. sehr cool. Da haben Ramon und ich sogar mal noch drüber gesprochen, dass wir das wirklich irgendwie so schön fanden. Wir hatten so das Gefühl, ich meine, wir kennen doch dich noch nicht so gut, aber wir hatten so das Gefühl, ihr habt so eine gute Zeit, seid so ein gutes Duo irgendwie, und es hat einfach so extrem positive Vibes gegeben. Das war wirklich richtig, richtig Ja, nice. war wirklich auffallend. Also es war wirklich auffallend gut. Yes. Ja, gut, vielleicht noch für die Leute einfach, für die, die es nicht wissen. Ich denke, es werden alle wissen, Benjamin hat dann wirklich den Juniorentitel, ja, abgestaubt. Also das war nicht wirklich eine Diskussion da. Und dann im Overall, meiner Meinung nach, auch ein ziemlich, ziemlich klares Ding. Es wäre spannend gewesen, wenn Fabi in Peak Shape gewesen wäre, das zu sehen. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, in welche Richtung es gegangen wäre, aber du hättest auf jeden Fall auch in diesem Fall mithalten können. Bin ich absolut überzeugt. Yes. Vielleicht jetzt für die Leute, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, welche Wettkämpfe stehen jetzt in dieser Saison für dich noch an? Also jetzt am Wochenende erstmal die Europameisterschaft der GNBF. Natürlich auch absolutes Highlight so. Dann eine Woche später die ANBF, wo ich dann auch mein Pro-Debüt geben werde. Also die machen da ja auch einen coolen Job, dass sie einfach verbandsübergreifend die Pros sich zusammensuchen und man dort stehen kann. Und deswegen wird das ja auch nochmal ein absolutes Highlight, gerade in der größeren Halle. Also wird auch bestimmt ein richtig krasses Event. Und man munkelt, dass ich danach auch nochmal bei der WNBF stehen werde. Also die Iron Valhalla Pro reizt mich schon und eventuell als krönender Abschluss die Worlds. Das wäre natürlich nochmal das absolute Highlight, so und sich danach in den USA vollfressen zu können. Sehr Sehr Das geil. ist auf jeden Fall, ja, das wäre aber dann auch ein Brett einer Saison, wenn du hier WNBF, Evo Classics, GNBF, ANBF, WNBF. Und dann nochmals, hast du vor, die WNBF Worlds zu machen oder die ANBA, PNBA, Olympia? Also bisher hatte ich jetzt nur die WNBF Worlds auf dem Zettel. Die finden ja dieses Jahr in Seattle, Washington statt, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, also es gibt jetzt aber auch noch mehrere Shows. Der Barak hat mir auch zum Beispiel noch die DFAC Europameisterschaft, wenn ich mich nicht täusche, auch geschickt und meinte so, ey, guck doch mal, ob du da nicht starten wirst. Also es gibt auch einige Optionen und ich muss das mit Daniel nochmal durchsprechen, weil ja, so back-to-back so viele Shows zu machen, ist natürlich auch absolut krank. Gerade für mich startet jetzt nächste Woche eigentlich auch wieder das Studium und ich muss einfach gucken, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Aber ja, ich bin absolut hyped und ich werde alles geben, damit das auch laufen wird. Sehr geil, ja. Nur kleine Interessensfrage, was studierst du? Ich studiere Pharmazie. Ich habe jetzt auch gerade dieses Jahr mein Grundstudium abgeschlossen und ja, in einer Woche geht es dann sozusagen ins Hauptstudium. Sehr geil, sehr geil. Also in einem Bachelorabschluss eigentlich. Oder hast du jetzt einen Bachelor gemacht und dann geht es in den Master oder gibt es das da gar nicht? Also bei Pharmazie ist es anders. Es ist halt ein Staatsexamen-Studiengang und ich habe jetzt sozusagen mein erstes Staatsexamen fast fertig abgeschlossen. Also 3 von 4 Prüfungstagen habe ich jetzt bestanden. Und jetzt geht es dann ins Hauptstudium weiter und dann gibt es noch ein zweites Staatsexamen und kommt ein praktisches Jahr und dann das dritte Staatsexamen. Also da habe ich auch noch einiges vor mir. Der Mann, Sehr, der sehr nice. performt auf allen möglichen Fronten. Sehr gut. Ja, ich denke, was die Leute sicherlich
interessieren würde und auch vor allem uns interessieren würde, ist zu wissen, ja, wie du eigentlich zu dem Ganzen gekommen bist, weil du hast ja gesagt auf der Bühne, du hast mit 13 angefangen. Das ist ja nicht so typisch. Ich habe übrigens auch mit 13 angefangen. Wusste ich, dass das noch kommt. Ja, wie bist du damals so ein bisschen zum Sport gekommen und wie hat sich das vielleicht auch so ein wenig entwickelt bei dir, dass da so eine Leidenschaft daraus geworden ist? Vor allem auch noch, wenn ich noch eine Frage hinzufügen darf, wie du auch dazu gekommen bist, dann mit 15 bei der GmbF schon zu competen, weil das sind ja eigentlich 2 Jahre. Er ist noch sehr, sehr jung, obviously. Das würde mich auch unternehmen. Definitiv, also zwei sehr coole Fragen. Also erstmal mit 13 habe ich angefangen. Das ist auch so eine witzige Geschichte eigentlich. Ich war damals mit meiner Mutter im Kaufland. Ich weiß noch, wir standen so kurz vor unserem Urlaub in Schweden und ich habe dort so eine Zeitschrift gesehen mit einem Mann mit Waschbrettbauch drauf und ich habe so gedacht, ey, also ich habe eigentlich schon einen niedrigen Körperfettanteil, aber jetzt muss ich noch irgendwie ins Training einsteigen. Habe mir dann dieses Magazin geschnappt. Also es war, glaube ich, so ein Abkömmling von Muscle and Fitness. Und habe dann, weiß ich noch, einen Monat nur Bauch trainiert, um irgendwie ein Sixpack zu bekommen. Hat sich nichts getan, aber hat mich trotzdem glücklich gemacht. Und dann habe ich auch einfach mehr und mehr gelesen und so gesehen, okay, Ernährung spielt auch eine Rolle. Du musst schon irgendwie deinen ganzen Körper trainieren und dann, ja, so ein halbes Jahr später oder so habe ich dann meinen Aufbau, würde ich mal sagen, gestartet. Also, dass ich auch mal angefangen habe, mehr zu essen und zuzunehmen. Ich war damals halt wirklich ein absolutes Leichtgewicht. Kann man auf meinem Profil auch noch sehen, wenn man mal runterscrollt. Da habe ich mal so ein Vergleichsbild, wie ich mit 13 aussah, also als ich angefangen habe. Ja, exakt Da genau haben das wir es, Bild. das habe ich gerade ready gemacht. Also da seht ihr mal den Ursprung, wo der Mann herkommt mit 13 Jahren. Genau, da habe ich angefangen und ja, es hat sich halt echt gut entwickelt, muss ich sagen. Die Leidenschaft ist halt immer größer geworden. Ich war schon immer sportlich begeistert. Also ich habe 2 Jahre geturnt, ich habe 2 Jahre Breakdance gemacht, das dann auch noch in den Anfängen, als ich schon mit Bodybuilding angefangen habe. Und dann bin ich sozusagen mit 14 in ein Gym gekommen, das erste Mal. Das war auch ein glücklicher Zufall, weil ich habe damals ein Gym in meiner Nähe gefunden, wo ich noch in Berlin gewohnt habe. Die XXXL, die Schmiede, wird dem einen oder anderen vielleicht auch was sagen, ist so ein typisches Oldschool-Bodybuilding-Gym. Also das war schon damals ein absolutes Highlight, dort zu trainieren. Hat sich mittlerweile leider aufgelöst, aber war damals auch ein mega tolles Gym und mega tolle Leute dort auch kennengelernt. Und dort hatte ich auch einen Kumpel, das mal so als Überleitung, der damals bei der GmbF dann starten wollte, also 2017. Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, ey Benny, da gibt es doch eine Teenage-Klasse. Willst du da nicht mal schauen, ob du nicht dort starten willst? So, und dann war ich schon interessiert, weil ich bin ja in das Ganze schon mehr und mehr reingerutscht und habe dann so gesehen, ey, warum sollte ich da nicht einfach mal mein Glück versuchen? Bin damals mit meinem Kumpel Micha in die Prep gestartet. Also der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, hat mir das Posing gezeigt, hat mir auch mit der Diät geholfen, aber wie gesagt, bei weitem noch nicht so aufgezogen wie das Ganze jetzt mit Daniel. Aber das war schon eine Unterstützung und ich habe dann 9 Wochen diätet, weil das Ganze ja auch mehr oder weniger spontan war. Und ja, dann mit 15 stand ich auf der Bühne und habe performt. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns da mal das Bild auch noch an. Und ich meine, erstens, dass das 2 Jahre sind zwischen diesen Bildern, ist wirklich, also es ist geisteskrank. Also wie kann das in 2 Jahren passieren? Und auch die 9 Wochen Diät haben auf jeden Fall schon gut reingezündet. Also ich meine, so das Conditioning, das du hier jetzt auch schon so hattest im Schulter-Arm-Bereich. Ich habe gesehen, die Beine waren vielleicht jetzt noch nicht ganz so lean, aber trotzdem, also das war schon. Das war schon ein wirklich, wirklich krasses Paket für 15 Jahre. Also da hätte man eigentlich schon
schon voraussagen können, dass da 2023 die Ivo gefährlich lebt. Das Ja, wie. Witzige, kleiner Insight, als ich dann 2017 auf der Bühne stand und den Titel geholt habe, ich habe da auch so ein kleines Interview gegeben, findet man auch noch auf YouTube von der GmbF. Und der Moderator hat mich da so gefragt, ey, wenn du jetzt so gut performst, willst du dann nicht in ein paar Jahren nochmal bei den Junioren starten? So, also ich denke, du hast da richtig gute Chancen. Und dann habe ich mich damals halt schon so darauf eingestellt, dass ich mal bei den Junioren starten will. Und dann kam halt Corona dazwischen und ich habe auch mein Studium begonnen. Das war dann alles ein bisschen viel. Deswegen hat es nicht so reingepasst mit der Vorbereitung. Ja, aber wie gesagt, letztes Jahr nach der Evo Classic habe ich dann gesagt, okay, ich muss das Ganze machen, führt kein Weg dran vorbei, vor allem, weil jetzt bin ich auch 21. Das wäre jetzt auch meine letzte Chance, halt bei den Junioren, also zumindest bei einigen Wettkämpfen, also bei der WNBF geht es ja auch bis 23, aber dort halt bei den Junioren stehen zu können. Und genau, deswegen bin ich das Ganze halt so angegangen. Und der damalige Moderator hat mir auch gesagt, ey, du wärst vielleicht später mal ein Kandidat für den Overall auch. Und damals konnte ich das schon gar nicht fassen, aber dass es jetzt einfach zutrifft, ist einfach so mindblowing, gibt's gar nicht. Ich würde sagen, das Speak It into Existence hat Yes. wohl doch was. In diesen Jahren jetzt dazwischen, ich meine 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sind 6 Jahre. Ja, hast du das in dieser Zeit Bodybuilding eigentlich durchgehend so als Athlet gelebt und einfach das und warst dann noch nicht auf der Bühne oder ist das auch mal so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht oder warst du da eigentlich wirklich auch so in der Szene immer so ein bisschen involviert so oder ist das bei dir eher so ein bisschen nebenbei gelaufen? Was war also dein Ansatz in dieser Zeit in der Offseason? Weil du machst das ja schon ewig und obviously hast du immer noch Bock drauf. Wie hast du das gemacht, dass du da schon so lange dabei bist? Sind ja doch jetzt 10 Jahre bald. Ja, also ich denke, bei jedem Athleten ist das wahrscheinlich ähnlich, der das ambitioniert angeht. Du kannst nicht in jeder Lebensphase 100% geben. Also wer das sagt, ich weiß nicht, der gibt wahrscheinlich nie 100% oder weiß nicht, was 100% sind. So, ich hatte jetzt auch meine Phasen, zum Beispiel als das Studium gestartet ist, wo es teilweise gerade in den Prüfungsphasen mal ein bisschen abgeflacht ist. Aber ich würde sagen, ich bin halt trotzdem immer ins Gym gegangen, habe mir immer den Arsch aufgerissen, habe aus jedem Training, was ich gemacht habe, das Maximum rausgeholt. Und dieser Sport ist bei mir so eine große Leidenschaft. Ich meine, selbst als es dann 2020 in die Corona-Phase ging und dann die Lockdowns kamen und so weiter, ich habe zum Glück noch meine Kurzhanteln, Langhanteln und von dem Gym darauf zurückzukehren, es bricht einem fast schon das Herz so. Aber ich bin da trotzdem auf unseren Dachboden gegangen, habe mir verdammt nochmal den Arsch aufgerissen, habe wirklich trainiert, trainiert, trainiert. Und ich würde auch sagen, das war nochmal eine super interessante Phase, die auch maßgeblich zu meiner Entwicklung beigetragen hat. Also ich konnte da draußen nochmal so viel lernen, weil manchmal ist man auch in so einem Konstrukt von seiner Trainingslehre gefangen und dieses einfach mal gezwungen sein, aus dem, was man hat, was zu machen, hat mir so enorm geholfen, auch nochmal mich zu steigern. Und als es dann wieder ins Gym ging, war ich natürlich auch wieder Feuer und Flamme, dort Gas geben zu können. Mit meinem besten Kumpel dort direkt im Fit One Hamburg angemeldet, als die Studios dann wieder geöffnet hatten. Und ja, dort einfach wieder Vollgas gegeben. Also es hat mich immer begleitet und ich denke, es wird mich auch immer begleiten. Klar, es kann auch mal Verletzungen geben und wirklich meinen tiefsten Respekt an alle Athleten, die sich aus so einer Verletzung irgendwie auch wieder rauskämpfen oder so, weil das ist auch nochmal was anderes. Ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt nicht signifikante Verletzungen, wo ich jetzt groß aussteigen musste, was mir auch zugute gekommen ist. Ja, aber sich aus sowas halt wieder rauszukämpfen, erfordert auch eine unglaubliche Disziplin und ein richtig hartes Mindset.
Ja, also ich habe so, es ist wieder so ein ganz klassischer Fall von ja, jemand, der einfach verdammt viel Leidenschaft hat. Also ja, der aber das trotzdem nicht so unglaublich verbissen sieht. Also so halt, du hast trotzdem, du hast diesen Spagat zwischen Leistung und trotzdem den Spaß nicht verlieren über diese, ja, von 13 bis jetzt 21 dementsprechend verdammt gut gemacht. Und ich denke, wenn man da so deine Durchschnittsperformance wahrscheinlich nehmen würde, wäre die verdammt, verdammt hoch. Und ich denke, das ist halt ein Teil. Man kann sagen, du bringst eine verdammt gute Genetik mit, aber ja, du hast halt auch, seit du 13 Jahre alt bist, wie du es gesagt hast, verdammt nochmal dir den Arsch aufgerissen. Und ich denke, das ist schon ja, etwas, das hier alle mitnehmen können aus diesem Podcast. Ja, es kommt halt nie per Zufall so. Es ist halt so, dass du da jetzt einfach auch richtig hart gearbeitet hast. Und es Ja. kommt auch nie über Nacht. Also, Nein. es sind halt 8 Jahre. Acht Aha. Es Jahre ist sind halt acht eine verdammt Jahre. lange Zeit. Und wenn du dort eine so gute Grundperformance oder Durchschnittsperformance an den Tag legst, dann wirst du einfach gut werden. Ja, was ich an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz sagen will, so eine Message an die Leute da draußen. Ich weiß, es ist immer bla bla Motivation und so weiter. Und es gibt einfach zu viele Motivation-Videos schon draußen. Und ja, reiß dir den Arsch auf, du schaffst das, du kriegst das hin. Man muss auch dazu sagen, nicht jeder hat so die Veranlagung dafür, auch wirklich das absolute Maximum rausholen. Aber ich sag euch, ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier stehen würde, so. Und egal wie klein ihr euch fühlt, probiert es einfach. Probiert es einfach. Ihr könnt nichts verlieren. Geht in den Sport rein, arbeitet hart und schaut auch nicht so viel nach links und rechts und lasst euch von negativen Leuten oder Gedanken beeinflussen, sondern geht dort euren Weg, gerade wenn es euch Spaß macht, und dann kann es nur gut werden. So. Sehr gute Words. Message. Ja, Sehr gute wirklich Message. sehr, sehr gute Message. Yes. Vielleicht einfach, dass wir da nochmal, mich würde es einfach interessieren, so mit der Offseason, wie du da die Dinge handhabst und ja, allgemein jetzt in dieser Zeit. Ich meine, du bist mit 13 gestartet, machst das immer schon ambitioniert. Wie sieht es bei dir so aus mit Feiern und so weiter? Weil ich kenne das von mir persönlich, ich bin auch so früh gestartet und bin dann auch schon sehr früh relativ ernsthaft in diesem Sport involviert gewesen. Und wir wissen alle, wenig Schlaf, Alkohol, solche Dinge sind nicht förderlich für den Sport. Wie hast du das so gehandhabt in dieser gesamten Zeit? Wie bist du mit diesem Thema vielleicht so umgegangen? Gerade weil du ja mit dem Sport wirklich aufgewachsen bist, so. Ja, also ich habe wirklich so viele Stories. Das würde den Rahmen sprengen, hier das alles zu erzählen. Aber wenn man mal so kurz das Ganze überfliegt, in meiner Schulzeit, wo ich den Sport ja schon ausgeübt habe, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen stark ausgegrenzt so von meinen Leuten, weil die wirklich halt mehr und mehr in diese Feierschiene gegangen sind, das Alter zum Trinken bekommen haben und so weiter. Und ich bin halt immer ins Gym gegangen, so. Jeder kannte mich. Ich glaube, mein Spitzname war damals Benjamin das Kreuz oder so. Also gab unterschiedliche Namen, aber das ist so einer, der mir einfällt. Und so. Als ich jetzt ins Studium gekommen bin, habe ich mich wirklich angestrengt, dort auch mal meinen Horizont wieder zu erweitern, mal ein paar Menschen noch mehr an mich ranzulassen und mit denen gemeinsam auch unabhängig vom Sport was zu machen. So, ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr eine Reise mit meiner Studiengruppe nach Kroatien. Also war wirklich ein richtig toller Ausflug. Und das habe ich tatsächlich als Anlass das erste Mal genommen, um richtig auf den Putz zu hauen beim Trinken. Also früher, also wenn ich ein Bier irgendwann mal getrunken habe, ist das schon das Maximum. Also ich muss sagen, da ist bei mir nicht viel gegangen. Da habe ich so nicht viele Trinkstories oder sowas. Aber als ich dann in Kroatien war, habe ich gesagt, komm, einmal haue ich mit euch hier völlig auf den
Putz, also habe mich da auch richtig gut abgeschossen. Da gibt es auch einige Aufnahmen und Bilder von meinen engsten Freunden, ich denke, die sind schwer in die Öffentlichkeit zu tragen, die würden die Leute nur verstören. Die findet aber man nicht auf deinem Instagram-Account. wer weiß, vielleicht haue ich irgendwann mal einfach aus Spaß was raus, aber da sind schon einige witzige Dinge passiert. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin eigentlich eher so ein bisschen der introvertierte Typ und deswegen diese Feierei und ständig rausgehen und in Clubs unterwegs zu sein und so weiter, gefällt mir auch einfach nicht so. Deswegen gehe ich da lieber ins Gym, so reiß mir allein den Arsch auf. Ich liebe auch einfach dieses Leiden und dieses schwere Gefühl, dieses belastende Gefühl ist für manche vielleicht etwas masochistisch, aber ja, mir gefällt das einfach und genau, deswegen werde ich das, denke ich, auch immer weitermachen. Ja, glaube ich, können wir fühlen. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe gerade den Punkt mit, als du ins Studium gekommen bist, mal wieder so den Horizont erweitert und den haben wir auch gefühlt. Also ich glaube, Raman und ich haben das im Studium auch teilweise wieder versucht, aber es blieb dann eher beim Versuch, erfolgreich gefailt. Ja, weil wirklich so, wie du auch gesagt hast, es ist halt einfach so nicht so unser Ding. Ja, das können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt, wo du sagst, eben der Sport wird sich für immer begleiten, ich denke, das ist auch bei uns allen so, nimmt es mich noch sehr, sehr wunder, was sind so deine weiteren Ziele oder deine Visionen im Natural Bodybuilding noch über die nächsten Jahre? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Also erstmal gilt es ja, die Season jetzt erfolgreich zu beenden, aber da habe ich vollstes Vertrauen in dich und bin mir sicher, dass du da einen super Job machen wirst. Aber hast du schon was angedacht für die nächsten Jahre? Und bleibt es vielleicht auch beim Natural Bodybuilding? Das ist auch noch eine Frage. Genau. Das ist natürlich die Frage, die alle brennend interessiert. Also jetzt muss ich echt erstmal die Season rocken und ich habe mir noch nicht so viele Gedanken über die Zukunft gemacht. Weil gerade jetzt nach diesen zwei Wettkämpfen der Anspruch an mich ist natürlich enorm hoch so und den zu halten, ist natürlich unglaublich schwer. So jetzt zwei Overall-Titel. Ich kann bei den nächsten Wettkämpfen nur noch schlechter oder gleich abschneiden. So. Also ist schon ein gewisser Druck da. Aber ich freue mich trotzdem auch einfach, weil man weiß nie, wer kommt, jetzt auch auf den anderen Wettkämpfen. Es kann immer noch mal jemand kommen, der einfach krasser aussieht, den du gar nicht auf dem Schirm hattest. So, ich meine, bei mir war es ja nicht anders. Ich war jetzt auch über die Prep keine große Social-Media-Präsenz oder so. Und dann bin ich so aus dem Nichts gekommen. Und jetzt haben mich schon so mehrere einfach auf dem Schirm, weil ich bei den Wettkämpfen einfach gut performt habe. Aber was für mich eigentlich schon feststeht, ist, dass ich im Coaching von Daniel bleibe. Wir werden jetzt bald auch schon die Off-Season-Planung angehen und da freue ich mich auch einfach enorm drauf. Also ich meine, jetzt gerade in der Zeit hat auch in Hamburg das wohl beste Gym Norddeutschlands eröffnet, das Invictus Gym. Und diese Woche kommen dort auch neue Geräte noch rein. Und es ist einfach schon unfassbar. Ich habe jetzt zwei Einheiten dort durchgezogen. Es war einfach Hammer. Ein so tolles Gefühl, einfach auch die Atmosphäre dort. Und ich denke, also ich werde auf jeden Fall in der Natural-Schiene bleiben. So, das ist bei mir sehr sicher. Da sehe ich einfach noch zu viel Potenzial, was ich noch nicht ausgeschöpft habe. Also ich meine, man guckt sich einen Patrick Teutsch an, man guckt sich einen Daniel Kubik an, man guckt sich einen Ramon Limacher an und denkt sich, Alter, da muss ich trotzdem erstmal hinkommen, so. Da muss ich erstmal performen und im Aufbau noch einiges an Fleisch draufpacken, um auf das Niveau zu kommen, so. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen, dort nochmal richtig in die Massephase reinzugehen. Und es steht für mich auch fest, dass ich nächstes Jahr mir definitiv mindestens Off-Season nehme. Also ich meine zum Beispiel der Fabian, der hat ja jetzt auch Back-to-Back
gepreppt und das ist schon enorm hart, dort sich auch zu steigern, einfach gerade im Natural-Bereich so, sieht man da einfach, also ich würde sagen, er hat sich gesteigert und allein schon die Leistung, dass er das geschafft hat, back zu preppen und so wieder auf der Bühne zu stehen, hat absolute Anerkennung verdient. Ja, aber ich denke, ich will mich dann wirklich nochmal signifikant verbessern und werde mir dann auf jeden Fall nächstes Jahr die Zeit nehmen, dort in den Aufbau zu gehen. Und ich freue mich auch einfach schon, einfach als Besucher auf den Wettkämpfen dabei sein zu können, gerade bei der Evo Classic. Ich fand es dieses Jahr fast ein bisschen schade. So, ich stand als Athlet da und klar, es war für mich ein unglaubliches Gefühl, aber für die Besucher muss es auch so unfassbar schön gewesen sein, was die dort auf die Beine gestellt haben. Also wirklich jeder, der nach diesem Event sich nicht für nächstes Jahr schon die Tickets holt, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn man Natural Bodybuilding und diese Sektion einfach mag und verfolgt, dann ist es Pflicht, dorthin zu gehen, so meiner Ansicht nach. Absolut. Sehr gut. Gut, ja, dann haben wir, glaube ich, habe ich noch eine abschließende Frage und dann werden wir diesen Podcast auch mal beenden. Und zwar, was kaufst du dir aus den 4.000 Euro Preisgeld von der Evo Classics? Gibt's ein neues Auto? Vielleicht reicht das nicht ganz. Gibt's ein neues iPhone? Hast du da schon Pläne? Wird damit in Aktien investiert? Wird damit ins Studium investiert? Gibt's damit Starbucks-Kaffee? Ich weiß auch nicht. Gibt's damit, schon einen Plan gibt's damit eine Einwochen-USA-Reise post-WMBF World? Ja, also man muss erstmal dazu sagen, das Geld, also ich habe die Karten, die Checks hier ja sozusagen bei mir liegen, aber das Geld ist noch nicht angekommen. Ivo? Aber das ist alles ein Scam, jetzt haben wir es aufgelöst. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Nee, also ich habe da auch noch nicht nachgefragt, weil ich vertraue ja Ivo und dem gesamten Unterfangen, also aber ich habe mir jetzt auch noch nicht so groß die Gedanken dazu gemacht, was ich mit dem Preisgeld jetzt anfange. Aber was da auf jeden Fall im Raum steht, ist natürlich die Reise in die USA zu den WNBF Worlds. So, also das ist schon eine sehr gute finanzielle Unterstützung. Man darf nicht vergessen, so eine Prep kostet auch extrem viel Geld. So gerade auch, wenn man das mit Coach macht und wenn man das Ganze wirklich halt professionell angehen will. Und deswegen ist das halt eine super Unterstützung und ich denke, wir werden das Ganze halt da rein investieren. Dann natürlich auch zusammen mit meiner Freundin und werden uns dort nochmal eine schöne Phase machen. Und ich denke, ich werde ihr auch nochmal einfach was Schönes kaufen. Sie hat es absolut verdient und sie ist mit mir die gesamte Prep jetzt durchgegangen. Und da muss man einfach was zurückgeben. So. Also das ist steht bei mir jetzt so im Raum mit dem Geld. Ich würde sagen, das sind somit auch sehr schöne abschließende Worte für alle, die jetzt nach diesem ja doch sehr schönen Gespräch noch wissen wollen, wo sie dich finden können. Gib mal durch, wo man dich auf Social Media überall momentan findet. Glaube ich nur Instagram, richtig? Ja, momentan echt nur Instagram. Also habe ich ja auch erst während der Prep jetzt angefangen, dort ein bisschen auf Social Media aktiver zu werden. Dort findet mir mich eigentlich unter meinem normalen Namen Benjamin Schuster unterstrich. Also beziehungsweise, wenn ihr Benjamin Schuster eingibt, solltet ihr mich finden. Und aber zukünftig, wer weiß, ob noch andere Sachen auf mich zukommen. Jetzt eventuell YouTube oder ich freue mich natürlich auch mit so tollen Leuten einfach immer im Podcast zu sein, bisschen zu labern. Das macht mir natürlich auch irgendwie unglaublich Freude. Ich habe mir jetzt halt schon ein Mikro organisiert, damit ich das Ganze auch in besserer Tonqualität für die Zuhörer da draußen machen kann. Und also auch noch so eine Sache von einer Geldinvestition, natürlich Sachen, damit ich einfach an meine Leute, die mich verfolgen, eine bessere Qualität liefern kann und denen auch besseren Content liefern kann. So.
Sehr geil. Also ich denke, ich kann für uns alle sprechen. Wir werden dich sicherlich wieder mal nach einem Podcast fragen. Also du bist jederzeit herzlich wieder bei uns. Willkommen Freut auf mich. dem Cardio macht den Podcast. Und ich habe noch eine letzte Frage, wo wir über Instagram sprechen. Was hat es mit dem Instagram-Ban auf sich? Haben die gedacht, du bist ein Bot, weil du so viel kommentiert hast oder was? Was war da los? Ja, also da war ich auch überrascht. Anscheinend habe ich unter den ganzen Beiträgen zu viel kommentiert, halt so. Ich bin einfach so ein Typ, ich will das Ganze wirklich zurückgeben. Und gerade jetzt so auf der Evo Classic standen ja so viele unglaubliche Athleten, die vielleicht auch irgendwie mit dem fünften Platz oder nicht ins Finale gekommen sind überhaupt, aber trotzdem geisteskrank aussehen. Und ich will da einfach meine Wertschätzung aussprechen. Habe einfach anscheinend zu viel kommentiert und dann hat es Instagram gereicht und sie haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, aber jetzt bin ich anscheinend wieder freigegeben und hoffe auch für eine längere Zeit mal wieder kommentieren zu dürfen. Bist du weg von der Blacklist? Sehr gut. Genau. Sehr gut. Ja, dann vielen, vielen Dank, Benjamin. Und somit wünschen wir allen, die gerade hier zuhören, wie immer einen schönen Tag. Gerne das Ganze in die Story hauen, wenn es euch gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Cardio macht dünn.